Moin Leute, hier ist Philly Black. Heute sind wir nicht in Hamburg, sondern in Kanada. Wie gesagt, für die, die mir auf Instagram folgen, wissen auch ganz genau, was gerade Sache ist, warum ich in Kanada bin, dass ich eigentlich in die USA wollte, aber warum ich hier stecken geblieben bin, weil die mich einfach nicht reingelassen haben. Weder die USA noch Kanada, die meinten alle, wir schicken dich wieder zurück. Wie habe ich es trotzdem geschafft, dass ich hier geblieben bin? Mein ganzer Plan war, dass ich meine Eltern besuche und meine Eltern leben in Amerika. Hier aber auf dem Weg habe ich auch ganz viel Familie hier in Kanada. Ich wollte die mitbesucht. Ich dachte, gut, ich komme euch für ein, zwei Tage komme ich euch besuchen und auf dem Weg zu, und dann nehme ich meinen Flug, fliege ich nach Amerika und dann, ja, dann sehe ich meine Eltern. Und vor allem wollte ich meine Großeltern besuchen, also ein Grab meiner Großeltern besuchen. Meine Mutter meinte zu mir, lass es sein, du wirst nicht reinkommen. Das ist gerade momentan ganz, ganz kritisch hier in Kanada und in Amerika. Ich meinte, Quatsch, ich habe mich schlau gemacht und die meinten, also wenn ich nahe Verwandte habe, die kanadische Staatsbürgerschaft haben oder Eltern habe, die amerikanische Staatsbürgerschaft haben, dann ist es für mich kein Problem, in eine dieser Länder einzureisen. So, das habe ich gemacht, habe ganz einfach mein Ticket gebucht, über Frankfurt, in Frankfurt haben die mich angehalten, meinten, wohin willst du? Ich sage, nach Kanada, zu meiner Familie. Die meinten, kannst du es beweisen? Sag, ja. Hier, das ist die Adresse, das ist meine Familie. Ihr meint, kein Thema, kannst du rein. So, ich fliege, ich komme hier ganz entspannt in Montreal an und denke so, Digga, Babbo, 2-3 Tage hier bleiben. Dann musste ich in so eine komische Maschine, so ein Automat, da gibst du ein, so wohin du willst, wie lange du bleibst, die Adresse mit so einem Foto und allem drum und dran. So, habe ich auch eigentlich alles gemacht, stand auf, wie lange ich da bleiben will, geplant waren 2 Tage, dann eine Woche in Amerika und dann wieder zurück. Pustekuchen. Auf jeden Fall habe ich das alles ausgefüllt, ich gehe vorne zu der Polizistin, sie guckt sich meinen Pass an, sagt so, ja, alles Chico, aber warum bist du hier nur für 2 Tage? Ich sage, ja, weil ich nur 2 Tage meine Familie besuchen wollte und dann nach Amerika weiter wollte. Sagt, ich habe mich so verarscht gefühlt. Sie meinte, ja, kein Problem, alles gut. Hat mir so ein Zettelchen gegeben, meinte, du musst zur Immigration, also zu dieser doppelten Untersuchung, wo die nochmal alles nochmal durchchecken. Ich wurde voll verarscht. Ich denke so, geil, alles ist Chico. Ich gehe hin, die Frau sagt so, du weißt schon, dass die Grenzen geschlossen sind. Ich sage, ja, aber nicht für Familienangehörige. Und meine Familie lebt hier in Kanada und in Amerika. Und von daher kann ich hier einreisen. Sie meinte, nein, das hast du dich falsch informiert. Sage, das steht auf eurer Internetseite. Sie sagt, nein, für Familienangehörige gelten keine Tanten, Cousine oder sonst was, gelten nur Kinder, Eltern oder Frau. Und keines von denen erfüllst du. Und ich musste ganz schnell überlegen. Ich dachte, scheiße, bevor du mich zurückschickst, weiter. Eigentlich müsste ich dich schon wieder zurückschicken. So, und ich habe kurz überlegt. Ich denke so, egal was passiert, ich werde auf jeden Fall hierbleiben, ich werde nicht zurückgehen. Da habe ich mir schnell was ausgedacht. Dachte, was soll ich denn machen? Für die Leute da draußen, die denken, ich fake Stories. Ich kann mir was ganz Gutes ausdenken. Ich habe ganz schnell überlegt. Ich dachte, ratter, 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 was sage ich? Ich meinte, wisst ihr was? Ich meinte, ich habe hier eine Frau. Und ich meinte, sie meinte, aber du hast uns von Anfang an gesagt, dass du zu deiner Familie willst. Ich sage, ja, ich dachte, ihr wollt Beweise, ihr wollt sie anrufen und das wollte ich nicht zulassen, weil wir haben natürlich alles von der Geschichte, ne? Also ich habe Beef mit dir und ich wollte sie besuchen und sie überraschen und wieder zurück nach Deutschland nehmen. Wir sind eigentlich verheiratet gewesen, bla 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 bla. Die Story haben die mir abgekauft. Das ist alles ein Kurzformat. Die Story haben die mir abgekauft. Ich dachte, ein Glück. Sie meinte, aber trotzdem meinte sie, habe ich das Gefühl, du lügst mich an. Ich sag so, warum soll ich lügen? Ich sag so, ich bin hergekommen, um dies und das zu machen. Dann hatte sie mein Handy bei sich und hat sich plötzlich mein Handy hat sie durchgecheckt. Sie nimmt mein Handy und guckt sich so meine Fotos an. Ich denke so, ach du Scheiße, so, aber ich habe irgendwie nichts zu verbergen, aber sie hat den ganzen geguckt, wer ist das, wer ist dies, wer ist jenes. Dann meinte sie, weißt du was, ich muss das mal ganz kurz mit meinen Vorgesetzten abchecken. Ich sage, alles klar. Ist sie wiedergekommen, meinte sie zu mir, ich kann dich nur unter einer einzigen Bedingung hier in Kanada reinlassen. Ich sage, unter welcher Bedingung denn? Wenn wir jetzt sehen, dass du dein Ticket erst in 15 Tagen zurückbuchst. Nicht, dass du in 3-4 Tagen zurückfliegst, sondern erst in 15 Tagen. Und ich denke so, Scheiße, ich meine, aber da muss ich ein komplett neues Ticket buchen, weil mein Rückflug geht doch von Amerika und ich wollte ja nach Amerika. Sie meinte, wenn du hier drinne bist, musst du in Quarantäne und darfst nicht nach Amerika fliegen. Ich meinte, gut, was ist denn, wenn ich direkt nach Amerika fliege? Ich sage, ich buche mein Ticket nicht zurück nach, Deutschland in 15 Tagen, sondern buche es für heute und fliege direkt nach Amerika. Da meinte sie, ja, das ist auch eine Möglichkeit. Sie meinte, aber sagt, lass dir eins gesagt sein, wenn du nach Amerika jetzt versuchst einzureisen und du nicht reinkommst, dann werden wir dich auch nicht mehr hier reinlassen. Ich dachte, warum sollten die Amis mich nicht reinlassen? Meine Eltern leben dort und wenn ich dann dort in Quarantäne bin, ist mir das eigentlich relativ egal. Hauptsache, ich bin da mit meinen Eltern. Dann sagt sie zu mir, aber ich dachte, du bist hierher gekommen, um deine Frau zu überraschen, um deine Probleme zu beseitigen. Ich sag so, ja, meine Eltern sind mir ein bisschen wichtiger. Sie guckt mich so komisch an. Das ist so, weißt du, wenn man lügt, dann bleibt man in so einer Lüge stecken und weiß nicht mehr weiter. Man sagt immer, Lügen haben kurze Beine. Und ein Glück habe ich aber lange Beine. Auf jeden Fall, sie meinte, okay, ich habe mich schnell
ins Internet WLAN eingeloggt, habe dann mein Ticket gebucht nach Philadelphia, von Montreal. Sie meinte, der Flug geht in einer Stunde schon. Ich sage, ja, ich beeile mich. Sie meinte, alles klar, die ganze Zeit, aber ich musste erstmal raus, meinen Koffer abholen, neu einchecken und dann konnte ich es weiter. Sie meinte, ich schicke dir so einen Polizeibeamten, damit du halt nicht abhaust. Das tue ich sowieso nicht, aber kein Problem. So, ich rufe meine Cousine an, ich sage, sorry, die lassen mich rein. Die einzige Möglichkeit, die ich hatte, ist, ich fliege nach Amerika. Ich meinte, aber die würden mich kurz rauslassen zu dir. Ich gebe dir kurz deine Geschenke, weil ich hatte ganz viel mitgebracht. Ich sage, und dann fliege ich nach Amerika. Sie meint, kein Problem. Ich gehe kurz raus und umarme sie. Hi, tschüss, gebe die Geschenke. Gehe mit den Polizisten wieder rein, habe schnell eingecheckt. Und dann ist das so in Kanada, wenn du nach dem Flug nach Amerika hast, sitzen die Grenzkontrollen, sitzen schon im Flughafen in Kanada. Das heißt, es ist nicht so, dass du in Amerika ankommst und dann erst kontrolliert wirst. Und dann in Kanada checken die Polizeibeamten dich schon und dann lassen sie dich ins Land rein oder nicht. Und wenn du in Amerika reinkommst, holst du deine Koffer und gehst, dann gibt es keine Kontrollen mehr. Ich gehe dahin, ich sage, so, könnte ich bitte beeilen, weil mein Flug geht relativ schnell. Die meinten, ja, ich muss das nur mal kurz abchecken, aber ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, weil du deine Eltern besuchen gehst. Ich meinte, richtig. Sagt der Polizist zu mir, der andere, dann wieder so der Vorgesetzte, er sagt, warst du 14 Tage in Kanada? Ich sag, nein, weil die wollten mich in Quarantäne stecken. Ich dachte, nein, ich will dann lieber zuerst meine Eltern fliegen. Er sagt, du weißt schon, dass du nicht nach Amerika einreisen darfst, ohne nicht vorher 14 Tage in Amerika in Quarantäne gewesen zu sein. Weil alle Leute, die aus dem Schengener Raum kommen oder in den letzten 14 Tagen in dem Schengener Raum waren, plus noch ganz viele andere Länder, dürfen nicht in die USA einreisen. Ich denke mir, du weißt schon, dass Deutschland das sicherste Land ist momentan. Ich sage, Amerika hat jeden Tag 80.000 Millionen Fälle und ich sage, hier in Deutschland ist gar nicht. Und die macht so einen Aufstand. Ich sage, abgesehen davon leben meine Eltern in Amerika. Ich will die auch nur besuchen. Er sagt, ja, das würde nur für dich gelten, wenn du unter 21 wärst. Aber du bist keine 21. Also du bist über 21. Ich sage, ja. Sie meinte, ansonsten eine Frau oder ein Kind, und dieselbe Story hätte ich da nicht reinbringen können, dass ich auch eine Liebfrau habe, weil der Polizist von Kanada war mit mir die ganze Zeit. Also ich kann die gleiche Lüge nicht zweimal erzählen. Ich dachte, scheiße, was mache ich denn? Er meinte, sorry, erst wenn du 14 Tage in Kanada gewesen bist, dann darfst du nochmal einreisen. Ich denke, scheiße. Wir gehen wieder zurück zu der Dame, wieder durch ganz Flughafen, wieder zurück. Mein Flug ist, ich habe unnötig ein Ticket gekauft, das ist weg, alles ist weg. Ich gehe wieder zurück zu der Dame. Sie meinte so, I told you and you're gonna take the next flight back to Frankfurt. Sie meinte, ich habe sie gesagt, du nimmst jetzt den nächsten Flug und fliegst zurück nach Kanada, nach Deutschland, nach Frankfurt. Ich dachte, scheiße. Ich meinte so, bitte. Sie meinte, no, you're taking the next flight back to Frankfurt. I told you. Ich denke, scheiße, jetzt habe ich richtig verkackt. So, ich saß da. Dann ist sie gekommen. Dann meinte sie, komm, wir müssen reden. Ich sage, ja. Sie meinte, ich glaube, sie hat Erbarmen gehabt. Ich meinte, bitte. Ich sage so, ich habe doch nichts Falsches gemacht. Ich wusste nicht, dass es jetzt so schwierig wird mit Amerika. Ich meinte, so, lass mich doch wenigstens hier bleiben. Sie meinte, du wirst aber unter einer Bedingung bleiben, so wirklich 14 Tage hier bleibst. Ich meinte, versprochen, ich bleibe 14 Tage hier. Ich mache nichts anderes. Sie meinte, unter der Adresse müssen wir dich finden. Die werden kommen und dich abchecken. Und alle, die mir auf Instagram folgen, wissen ja, dass ich sehr artig bin und nur unter Quarantäne. Dann habe ich das akzeptiert, dann haben sie mich reingelassen, Stempel drauf, habe es jetzt hierher geschafft. So, ich dachte, egal, dann verlängere ich einfach mein Rückflug, verlängere ich einfach, bleibe 14 Tage hier. Das ist ein anderes Problem. Wie hart ich von Opodo verarscht wurde, nie wieder buche ich einen Flug über Opodo. Entweder direkt über die Airline, ansonsten scheiß drauf, wenn es 50 Euro günstiger ist, mache ich nicht. Aus welchem Grund? Ich erkläre es euch. Ich rufe bei Opodo an. Es gibt gar keine Hotline, es ist nur, du kannst nur die deutsche Nummer anrufen. Und es kostet mich von hier 1,50 Euro pro Minute, um bei denen in der deutschen Leitung zu sein. Ich rufe da an, ab 1 Stunde, 10 Minuten habe ich gewartet, bis jemand rangegangen ist. Und dann geht irgend so ein Inder ran. Irgend so ein Inder mit, keine Ahnung wo. Sagt so, ich habe mir erklärt, ich sage immer zu, ich will meinen Flug zurück später, also weil ich jetzt 14 Tage in Quarantäne sein muss in Amerika, dann in Kanada, dann will ich zurück nach Amerika und von dort zurück. Können wir meinen Flug ändern? Das ist einfach aufgrund der Corona-Sache. Er sagt, nein, kannst du nicht. Dein Ticket lässt es nicht zu. Ich sag, kann ich es denn komplett stornieren und ein bisschen Geld zurückkriegen? Nein, kannst du auch nicht. Ich sag, kann ich dann wenigstens den Abflugort, dass ich nicht von New York zurückfliege, sondern von Montreal dann zurückfliege? Er meinte, das geht auch nicht. Ich denk, scheiße, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich habe von Flügen von New York zurück nach Hamburg geguckt und von Philadelphia fliegt nichts mehr zurück. Nur noch von New York und 3-4 andere Flughäfen aufgrund der Corona-Sache. Die Flüge waren viel zu teuer. Dann habe ich geguckt, von Montreal würde mich 1.000 kanadische Dollar kosten. Ich dachte, scheiß drauf, dann bleibe ich einfach eine Woche hier und würde zurückfliegen. Meine Cousine meint, vertrau mir, du darfst nicht zurück. Ich meinte, hör mal zu, Kanada darf mich nicht aufhalten. Die können nicht zu mir sagen, hör mal zu, du bist in Quarantäne, du darfst nicht zurück nach Deutschland. Ich sag so, ich darf zurück nach Deutschland, das ist ja quasi meine Heimat. Ich darf wieder zurück, dann, wann ich möchte. Ich meinte, lass uns mal ganz kurz anrufen bei beim Konsulat und fragen danach. Da gibt es so eine bestimmte Seite, haben die angerufen. Sie meinte, wir würden es nicht gut heißen, wenn er früher zurück nach Deutschland fliegt, weil er sich an die Quarantänebedingungen nicht gehalten hat. Aber wenn er zurückfliegen möchte, können wir nicht aufhalten, weil ich ja zurück nach Deutschland fliege. Ich meinte, gut, ich habe es gesehen, habe meinen Flug gebucht für den Sonntag. Und gleichzeitig, als der Opodo angerufen hat, hat
hatte ich auch eine Anfrage gestartet über das Internet. So, aber das habe ich voll vergessen. 2 Tage später, nachdem ich meinen Flug gebucht hatte zurück nach Deutschland, kriege ich einen Anruf von Opodo. Ja, hier der Kundenservice von Opodo, bla bla bla. Ich denke so, ich dachte, die Sache ist geregelt, so, ihr wollt es ja nicht ändern. So meint, nee, wir haben für dich nochmal gecheckt und wenn du später fliegst, ist es möglich für 4,95 €. Ich denke, das ist doch nicht euer Scheiß Ernst. Ich habe euch angerufen vor zwei, drei Tagen, hat eine Stunde am Telefon, ihr sagt nein und jetzt sagt ihr plötzlich zu mir, es geht. Ich habe schon einen neuen Flug gebucht. Ich meinte, ich muss das mal abchecken, ob ich meinen anderen Flug wieder canceln kann, weil wenn ja, dann nehme ich das in Anspruch. Ich meinte, könnt ihr mich dann irgendwie ein paar Stunden anrufen oder morgen anrufen? Sie meinte, nein, ich schicke dir morgen eine E-Mail. Ich sage, alles klar, macht es. Sie meinte, und auf diese E-Mail kannst du antworten, ob du den Flug in Anspruch nimmst oder nicht. 4,95 € ändern für ein paar Tage, für 2 Wochen später zurückfliegen. Ich meinte, alles klar. Alle, die bei der Lufthansa einen Flug buchen und innerhalb von 24 Stunden den Flug canceln, ohne irgendeine Gebühr, kannst du ganz entspannt stornieren. Aber ich war schon über 24 Stunden. Sie meinte, hättest du gestern angerufen um die Uhrzeit, hättest du gar nichts zahlen müssen. Ich meinte, wie viel wird der ganze Kram kosten? Sie meinte, es wird dich 300 kanadische Dollar kosten. Das heißt, ich habe 1000 kanadische Dollar gezahlt, ich würde 300 kanadische Dollar Miese machen. 300 kanadische Dollar sind 190 €. Ich dachte, es ist aber immer noch schlauer. Ich storniere das Ganze, zahle 4,95 € bei Opodo und kann dann zurückfliegen, weil mein Ticket mit American Airlines, als ich nicht nach Amerika einfliegen konnte, meinten die, du kannst bis zu einem Jahr dieses Guthaben wieder gebrauchen oder verbrauchen. Ich dachte, da muss ich nichts mehr zahlen, dann geht das nicht verloren. Und ich mache nur 190 € Miese. Ich meinte, alles klar, storniert das Ganze. Ich wollte aber nicht nochmal bei Opodo anrufen und 100 Stunden am Telefon bleiben. Habe einfach auf die E-Mail gewartet, wie die mir versprochen haben. Am nächsten Tag kriege ich eine E-Mail, die sagen, nein, dein Flug ist doch nicht möglich zu ändern. Ich dachte, ich habe jetzt hier gecancelt, da was gemacht. Ich dachte, wenn die jetzt sagen nein, dann muss ich ja wieder ein neues Ticket kaufen. Ich habe mich so heftig aufgeregt. Dann habe ich meinen sehr, sehr guten Freund angerufen in Deutschland. Ich sage so, du, hör mal zu, ich habe gar keinen Bock mehr, da anzurufen. Das kostet mich viel zu viel. Ruf doch mal bitte an bei Opodo und frag mal, was Sache ist. Er ruft an, ist auch eine Stunde, eine Stunden am Telefon, bis jemand rangegangen ist. Geht jemand ran, sie meinte, ja, wir können leider nichts mehr machen. Das ist an der Airline Control. Das heißt, nur noch die Airline selbst kann den Flug ändern. Weil ich hatte alles gegenüber erkannt, hat die gesagt. Also, dann meinte ich zu ihm, weil ich hier gerade durchgehe mit ihm und schreibe, war ich meinte, sag denen, ihr habt gestern angerufen und meinten, es geht. Sie meinten, ja, bis gestern ging es noch, heute haben sich die Regeln geändert. Das ist an der Airline Control. Er meinte, was soll ich machen? Die haben mir eine Nummer von Air Canada gegeben. Da hatte ich wenigstens das erste Mal Glück gehabt. Er hat dann bei Air Canada angerufen und die Frau meinte, ja, wir können den Flug ändern, aber wir haben folgendes Problem. Ich würde über Zürich zurückfliegen, über die Schweiz. Und die Schweiz wiederum lässt niemanden rein, der aus der USA einreist, außer die Schweizer selbst. Und nicht mal das wirklich. Also die lassen eigentlich niemanden aus solchen Ländern rein. Ich dachte, nicht mal über Transit. Die meinten, nein, über diese IATA, IATA.com, das ist jetzt die internationale Fluggesellschaft, was weiß ich was, da sind die ganzen Regeln drin, die meinten, da steht da drin, du darfst nicht einreisen. Ich meinte, ja, was, oder mein Freund meinte, was macht er denn? Die meinte, ich kann nur eine einzige andere Sache anbieten, er musste wieder zurück, also er hatte 2 Stops, von New York nach Montreal, Kanada 2 Stunden warten und dann nach Frankfurt, dort auch 2 Stunden warten und dann nach Hamburg. Ich meinte, wisst ihr was, nimm es einfach, ich muss es einfach nehmen und das Ding ist durch. Ich habe mich so heftig über Opodo aufgeregt. Vor einem Tag sagen sie, es geht, einen Tag später sagen sie, es geht nicht, dann sagen sie wieder, es geht nicht. Aktueller Stand, ich bleibe jetzt bis Freitag hier, warte meine Quarantäne ab, dann habe ich ja noch den Voucher und mein Coupon noch, im Wert von 220 €, buche mein Ticket nach Philadelphia, fliege dorthin, bleib dann 4-5 Tage mit meinen Eltern. Ich habe mir vorgenommen, dass ich zum Grab meiner Großeltern fahre und ich habe die über alles geliebt, ich wollte den ganzen Tag verbringen und einfach chillen und eigentlich hat es jetzt am Ende geklappt. Und dann fliege ich dorthin, bleibe 4-5 Tage und dann fliege ich von New York wieder über Montreal und Frankfurt zurück nach Hamburg. Aus dem Grund, ich hatte eigentlich Stories vorproduziert, aber weil ich jetzt länger bleibe, habe ich zu wenig Stories vorproduziert, aber mit dem Video fülle ich die Lücke. Das war die Story mit der ganzen Quarantäne und Kanada und Amerika-Geschichte. Hättet ihr so viel Lust, was ich gemacht habe oder was hättet ihr an meiner Stelle gemacht? Das hätte ich gerne gewusst. Schreibt mir das einfach unten in die Kommentare. Bis dahin genieße ich das hier im Pool einfach weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn nicht, lasst auch 2 Daumen da. Ihr kennt die ganze Geschichte. Folgt mir auf Instagram, da seht ihr alles, wie es ist in Kanada, Amerika. Ob ich doch reinkomme, ob ich vielleicht doch nicht reinkomme. Alles weitere erlebt ihr auf Instagram. Und seitdem ich hergekommen bin, habe ich nur Pech gehabt. Mein Handy ist ins Wasser gefallen. Ich dachte, es fällt aus. Ich habe es mit dem Wasser genommen. Kamera kaputt. Ich habe meine Sonnenbrille verloren. Das mit den Tickets. Ich habe einfach alles. Es läuft alles schief eigentlich momentan. Irgendeiner hat Auge gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Euer Philipp.